Test, 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 test. So, was geht, Bönnische Nation? Mein Name laut... Oh, das ist ein bisschen zu laut. Test, 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 test. So, was geht, Bönnische Nation? Mein Name lautet... Danny Bönnisch. Das Intro war total fail, aber ist ja auch egal. Heute bin ich mit meinem besten Freund Snickers Eis am Start und heute geht es mal um ein ernsthaftes Thema, weil... Ich weiß gar nicht, wie ich euch das sagen soll. Es tut mir im Herzen weh, euch das zu sagen. Und ich denke einfach, ein paar Leute werden mich dafür hassen. Ein paar Leute... Nee, ich denke nicht, dass ihr mir verzeihen werdet. Niemals. Kann ich mir ernsthaft nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Aber... Wieso klingelt das hier? Mein Dings da? Mein Telefon klingelt. Oh, mein Paket ist da, mein Paket ist da, mein Paket ist da. Ich liebe es. Oh, Serververbindung getrennt. Spieler wurde rausgeworfen. Ich habe ein Paket bekommen, Leute. Ich mach's mal ganz kurz auf und ich mache meine Pakete immer ziemlich, ziemlich heftig auf. Also, das ist nicht mehr normal. Und das heißt, ich will meine Pakete entweder. Es reicht mir. Ich schwitze schon, Alter, wollte ich nur sagen, aber mein Mikrofon ist gar nicht so laut eingestellt, dass ihr mich hören könnt. Und es ist das Astro A50, was ich geschenkt bekommen habe. Danke an Rocks Games. Wenn ihr wollt, komm, ich krieg's nicht auf, Alter. Ah, so, es ist das Astro Dings da für Xbox, PS3 und PC. Ja, herzlichen Dank, Rocks Games. Ich weiß es sehr, sehr zu schätzen, so Sachen kostenlos bekommen, das kenne ich. Erst, also nur aus meiner Kindheit damals, als ich irgendwie, keine Ahnung, jetzt tun meine Arme weh, richtig weh, weil ich den Karton so richtig, meine Finger meine ich, kenne ich nur aus meiner, ja, Kindheit, aus Weihnachten. Auf einmal bekomme ich Sachen geschenkt, so nicht, what, oh, mein Snickers-Eis. War es das wirklich wert, dieses Paket zu bekommen und Snickers-Eis zu vernachlässigen, war es das wirklich wert? Das ist hier die Frage. Ich verlinke mal, oh, hi. Ich verlinke mal Rocks Games in der Beschreibung. Wenn ihr wollt, kann ich dazu ein Unboxing machen in einem Video. Vor einem Road to Commander oder sowas. Gut, wir stellen uns das mal auf Offline, fangen wieder an. Sorry dafür. Auf jeden Fall, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Und zwar. Oh mein Gott, ja, ihr lasst mit dem Spiel meinetwegen, wieso nicht? Ich habe euch ja damals gesagt, ich esse 5 Snickers-Packungen am Tag. Die Wahrheit ist allerdings. Ich esse nur 4,5. Und. Ich weiß, viele werden jetzt extrem sauer sein, viele, viele, viele. Sie werden mir gar nicht verzeihen können. Aber bitte, überlegt euch das nochmal. Ich hab euch. Ich hab gelogen, ich weiß, aber... Ab und zu ist es mal so, dass man lügt. Und es tut mir wirklich herzlich leid. Oh mein Gott, ich kann nicht spielen. Ich will auch ein Snickers-Eis essen. Ich hab eher lieber Hunger heute. Oh, lecker. Snickers-Eis ist übrigens... die einzige Süßigkeit, die ich im Moment esse, weil sie einfach so lecker schmeckt. Oh Gott, alles juckt mich. Kennt ihr das, wenn es juckt, so richtig juckt? Und die sollten sich hier befinden, die ganzen Gegner. Oh mein Gott, ist das ein Road to Commander Part. Das ist der beste Road to Commander Part, also wirklich der beste jetzt, den ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Das Gameplay wird nicht gut sein. Aber komm schon, wer achtet aufs Gameplay? Außer ein paar sensible Menschen. Oh mein Gott. Du bist negativ gegangen. Die ganze Nummer. Ne, jetzt mal ehrlich. Würde ich mehr zocken, würde ich die Gegner hier zerstören. Also wirklich zerstören, das kann ich euch versichern. Richtig zerstören. Ich bin nämlich eigentlich... Wow. Ich hasse diese Sniper. Und vielleicht wisst ihr was. Ich habe schon seit dem letzten Part mit so einer hohen Empfindlichkeit gespielt. Es geht gar nicht. Man kann gar nicht mit so einer scheiß hohen Empfindlichkeit spielen. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, Alter. Dann nehme ich ja lieber Drogen vor der Kamera und gehe ins Gefängnis dafür. Spaß würde ich nicht tun. Das mit den Drogen ist übrigens meistens eigentlich nur ein Scherz. Habe das Gefühl, das nehmen sogar ein paar Leute ernst. Stell euch mal vor, jemand fängt wegen mir an, Drogen zu nehmen. Ich meine, das kann man sich ja gar nicht vorstellen so wirklich. Und ihr denkt euch, oh mein Gott, was zum Teufel, was labert der da? Aber wer weiß. So, die kommen jetzt von da. Nein, von hinten. Ich meine, das sagt sie auch immer. Was? Nein, sagt sie gar nicht. Doch, vielleicht schon, keine Ahnung, wer weiß. So, vielen Dank für deine Kills. Diese Waffe ist so OP. Ich finde die Waffe schon ein bisschen OP, muss ich sagen. Oh mein Gott. Pisser. Deine Mom.
So, Konterdrohne raus. Vielleicht spielen wir diesmal noch. Ah, das Spiel ist. Nee, ist doch nicht. Ich hab mich hier nicht verguckt. Mann, ist jetzt so warm, Leute. Das Wetter ist so warm, Alter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse vorproduzieren. Oh mein Gott, du Pisser! Drauf ein Snickers-Eis, Mann. Mm, lecker. Oh, lecker, Alter. Oh, ich liebe es, von meinen Fingern abzuschlecken, Alter. Mm, diese ganze Creme. Und jetzt genieße ich gerade, wie es in meinem Mund zerschmilzt. Und ich glaube, ich müsste mal so ein. Wenn ihr wollt, kann ich mal so ein Video machen. Oh mein Gott, das ist zu gefährlich. Wo ich zeigen würde, wie es aussehen würde, wenn ich eine Snickers-Eis-Werbung machen würde. Kann ich euch ja mal zeigen, wie es aussehen würde, wenn ich eine Snickers-Eis-Werbung machen würde. Das wäre so krass, Leute. Also jetzt wirklich im Fernseher auch so. Aber ich glaube, lieber wird Werbung für Snickers gemacht, als für Snickers-Eis, glaube ich. Um ehrlich zu sein. Ich meine, Snickers-Eis ist godlike, aber ich glaube, Snickers wird mehr verkauft als Snickers-Eis. So, Pisser, komm her. Drohne erwartet Befehle. Ja, Mann. Ich liebe Befehle. So, ich warte nur, bis der Typ da jetzt wieder spawnt, um ehrlich zu sein. Okay, der spawnt anscheinend dann doch nicht dort. Ist nicht so schlimm. Er nimmt Drogen. Das wissen wir zumindest. Verdammt, diesen. Oh Gott, es ist gerade so viel hier los. Kann mir bitte jemand sagen, was hier vor sich geht? So, Konterdrohne aktiviert. Jetzt sind die ein bisschen verwirrt. Ich sag's immer wieder: Konterdrohne wird unterschätzt. Nehmt bitte immer alle Konterdrohne mit. Ich spiele sogar mit einem Teammate, ne? Das ist das Gute. Ich spiele ja gerne mit euch, ne? So ist es ja nicht. Auch wenn ihr halt ein bisschen anders seid. Aber ist ja nicht schlimm. Ich bin auch anders. Aber die nerven die meisten, Alter. Der zum Beispiel. Weiß nicht, aber ich. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh, Motherfucker, Alter. Oh nein, mein Snickers schmilzt. Oh nein. Okay, ist nicht so schlimm. Ich kann es dann wenigstens abschlecken. So, nice. Okay, ich esse noch einmal kurz alles. Genau, das wollte ich sagen. So. Oh mein Gott. Das schmeckt einfach so gut. Ernsthaft. Mhm. Vor allem, wenn es so ein bisschen geschmolzen ist. Und ich lecke sogar das vom Tisch ab, weil ich nichts verschwenden will. Mhm. Und jetzt, Leute, ich hole mir kurz noch eins, okay? Einen Moment, bitte. So, ich bin wieder da. Und zwar, ja, vielen Dank nochmal an Rox Games. Also echt krass, ich habe erst noch 50 hier geschenkt bekommen. Ich so, what the fuck, Alter. Ich werde entweder ein Video dazu machen. Mein neues Pro-Headset würde sich das dann nennen. Oder ich werde vor dem Road to Commander meine Meinung dazu sagen. Rox Games werde ich schon in diesem Part verlinken, weil die echt voll nett sind, Alter. Die tun einfach alles für mich. Jetzt könnt ihr mir noch Snickers-Eis zusenden, dann seid ihr wirklich die Besten. Ich glaube, dann seid ihr in jedem. Wenn ihr mir Snickers-Eis zusendet, dann seid ihr in jedem Video von mir verlinkt. Nur Snickers-Eis, mehr nicht. Ich will nicht mehr. Können wir gerne über einen Vertrag sehen. Nee. Also ich krieg dafür eigentlich auch gar keine Kohle oder sowas. Ich krieg dafür nur. Ja, mein Headset. Dann habe ich noch einen Controller von denen bekommen. Und wenn die nett sind, vielleicht Snickers-Eis. Das reicht mir. Mehr will ich gar nicht. Da bin ich glücklich. Gut. Ich bin auf dieser Map. Ja, auf dieser Map. Beste Map ever. Und ich muss sagen, mit der 6er Empfindlichkeit bin ich schon viel besser mit meiner Prezi. Ich weiß gar nicht, wieso ich mir eingebildet habe, dass ich Drogen nehme. Spaß. Ich meine, keine Ahnung. Der Typ ist hier irgendwo. Der Typ ist da hinten. Oh mein Gott, hab ich mich erschreckt. Also rein geht's. Die kommt von links, hundertprozentig. Oder auch nicht, what the fuck. Nee, von der, oh, ich habe gar keine Ahnung, ich kann nicht denken. Gut, kann ich sowieso nicht. Ein paar Leute sagen übrigens auch, die wundern sich, wieso Menschen sowas schauen. Also wieso sie selber das schauen. Sie fragen sich selber, wieso sie mir beim Zocken zuschauen. Das fragen sie sich. Und ich kann euch sagen, wieso. Das Ganze hat zwar nicht wirklich einen Sinn, aber, ich meine, muss alles immer jeder Scheiß Sinn machen irgendwie, damit man ihn gucken muss. Ich meine, muss wirklich alles Sinn machen. Nein, muss es nicht. Und es gibt ja auch Videos, die haben ja Sinn. Obwohl, naja, nicht alle, aber viele. Naja, nicht viele, aber ein paar wenigstens. Die haben ja Sinn bei mir. Also nicht alle sind sinnlos, wenn ihr versteht. Nur viele sind sinnlos.
C4? Ja! Oh mein Gott, ein C4-Kill. Eine Revolution. Ich habe das C4 revolutioniert. Oh mein Gott. Gefährlich, Alter. Orbital. Oh mein Gott, habe ich gar nicht bemerkt. Ich habe das gar nicht bemerkt, Leute. Schon wieder ein Orbital. Endlich nach 20.000 Jahren. So. Ist immer schön, die Gegner zu sehen. Das gefällt mir so gut. So, der wird wieder das spawnen, weil er dumm ist. Wie ein kleiner Stück Scheiße, Alter. Sorry, aber ist doch so. Oh, verdammt. Das ist keine gute Idee. Obwohl man Orbital-Satellit hat, die wissen ja auch, wo ich bin. Also sollte ich die mal lieber nicht die Fresse zu weit aufmachen. Ich hab Bock, von meinem Snickerspice abzubeißen, aber es lohnt sich nicht, Alter. Es lohnt sich einfach nicht in dem Moment. Ich muss es mir aufteilen. Ich habe noch ein Snickers-Eis zu Hause. Kommt her! Mann, geh mir die auf die Pisse, Alter. Gib mir eine gute Waffe. Ah, fuck. Ich habe nur die Rafika. Ja, okay, jetzt gib mir irgendwas Gutes, Alter, bitte. Wie viel Waffen bin ich gestorben? Bin null mal gestorben. Ja, dann wird es auf jeden Fall Zeit für eine... Für ein Dings da. Na okay, das wird leider nichts mehr. Verbündeter Tarnhelikopter unterwegs. Ich würde sagen, es wird Zeit für ein Nuklear. Aber es wird wirklich nichts mehr. Ah, schon wieder. Oh! Nein! Ich wollte, dass ich das böse H-Wort sagen. Aber das wird zu gemein. Außerdem bin ich ein lieber Mensch. Was? Wollt ihr was? What the fuck? Motherfucker, Alter. So nervig wird auch das letzte Spiel für heute sein. Heute ist ja Samstag. Ich weiß nicht, ob es heute noch hochkommt oder morgen am Sonntag. Ich würde es ja gerne morgen lieber hochladen, aber... Dann habe ich ja für Samstag gar nichts. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass täglich Videos kommen. Aber ich will wirklich so oft Videos für euch hochladen wie möglich, ja? Aber jeden Tag geht halt nicht, hier auf diesem Kanal zumindest, weil ich halt so viel zu tun habe manchmal. Vor allem jetzt Umzug, Führerschein und so weiter und so fort. Das ist echt viel, was mich erwartet. Bestes CV ever. Und ich kann ja auch im nächsten Part mal reden darüber. Ja, über das ganze, über die ganzen Themen und sowas, wie ich umziehe, mein Führerschein, wohin ist er unwichtig, aber... Aber ja, mich wundert es gerade, weil ich spiele ja mit ihm hier und das scheint ziemlich korrekt zu sein eigentlich. Ich guck mal kurz, wie er abschneidet. Wohin laufen die? Was machen die? Ich verstehe nicht, was die Gegner machen heute. Jetzt passiert mir das aber nichts, zweites Mal. Oh Jesus, es ist da die ganze... Oh Jesus. Was ist das für ein Game? Das ist langweilig, Alter. Ich schlafe gleich ein, Alter. Guck mal, die haben Gegner 25 Kills. Läuft bei denen. Er hat auch ein 18:1, dieser Scrox irgendwas. Aber ich bin trotzdem erster... Verdammt, er hat mich aufgeholt! Aufgaben abgeschlossen. Nein. Okay. Ich esse noch ein bisschen vom Snickers-Eis. Richtig lecker. Ich will auch keine Werbung. Soll ich mal ein Video dazu machen, wie es aussehen würde, wenn ich Werbung machen würde? Und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke. Richtig lecker einfach. Ich bekomme ja nicht mal Geld von denen. Krass, Alter. Okay, das war's. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video mit einem Daumen nach oben. Vielen Dank dafür für euren ganzen Support, ich weiß es zu schätzen. Und schreibt in die Kommentare, was ihr zu den Themen sagt. Und so weiter und so fort, ich will viele Kommentare lesen unter dem Video. Und abonniert jetzt meinen Kanal, um der Bündnis Nation beizutreten. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!